Ja, hallo und willkommen hier zur zweiten Folge Going Medieval auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir ja damit begonnen, hier unser kleines Häuschen zu bauen. Damit werden wir heute auf jeden Fall weitermachen. Wir werden auch mal hier damit beginnen, die Holzhaufen freizugeben, damit wir hier dann auch endlich mal unser Haus fertigstellen können. Und dann wird es auch wichtig sein, hier zu fischen. Können wir bei der den Tätigkeiten angeln? Genau, hat. Und warum gehst du dann jetzt hier nicht hin? Achso, du kommst da nicht hin, wa? Dann machen wir das anders. Angeln. So, dass wir hier dann mal vorankommen. Und dann werden wir jetzt hier auch weitermachen. Da würde ich gerne so das Haus bauen. So, dann machen wir hier noch ein Fenster rein. Einfach auf jede Seite ein Fenster. Nein, ich möchte es gerne nicht oben drauf haben. Ich möchte es gerne in der Wand haben. So. Und dann können wir jetzt hier oben drauf das Dach setzen. So. Dann wird das unser erstes Haus. Bin ich sehr gespannt. Geigehaufen. Okay. Dann können wir mal hier unten noch mit dem Fischen. Wie sieht's da aus? Sollt bitte fischen, wir brauchen Nahrung. Meines Wissens nach haben wir Fisch eigentlich? No, 64 Fisch. Essbar, Fleisch, rohes Fleisch, Kochmaterialien. Na gut, dann gucken wir mal nach Forschung. Wie sieht es denn hier aus? Forschung. Schalte das Forschungsfenster, neue Gebäude und Produktionsarten frei. Zum Freischalten der Forschung stehen verschiedene Wissensgebiete in Form von Büchern zur Verfügung. Freigeschaltete Forschung verbraucht die Bücher nicht. Achte auf deine Bücher, wenn du sie zerstörst oder dann kann freigeschaltet werden bis. Okay. Architektur. Schalte frei Holzbalken. Balken aus Massivholz tragen seit Jahrhunderten die Böden und. Aha. Na dann. Würde ich sagen. Machen wir Landwirtschaft gleich hinterher. Machen wir Landwirtschaft gleich hinterher. Das wird wichtig. Dann können wir nämlich mal gucken. Hohlfeld, Standard-Lagerplatz. Ja, das brauchen wir auch noch. Aber wir machen hier mal ein kleines Kohlfeld. Kohlsamen, nicht genügend Samen. Und wo kriegen wir Kohlsamen her? Birke. Birkensetzling. Ahornsetzling. Kirchensetzling. Wo kriege ich Kohlsamen denn her? Wir machen das hier trotzdem einfach mal ein kleines Feld. Ich finde es. Och, hier, der. Hast du was? Schafft Ressourcen. Na gut, baut jetzt bitte erstmal das Holz fertig. Das Holz fertig, sage ich schon. Das Haus fertig. Und dann müssen wir uns hier mal beim Beschäftigen. Balken. Aha. Ah. Ah, ich verstehe. Das heißt, theoretisch könnten wir. Ja. Dann bricht halt unser Boden ein, dann ist es so. Dann können wir jetzt hier. Ressource. Balken reicht nicht. Die maximale Entfernung beträgt 10. Okay, verdammt.
Ja, okay, dann war das jetzt ein Fail. Dann können wir hier die Balken doch wieder hinsetzen. So. Autospeicherung, warum geht das nicht? Muss der Balken da erst noch gebaut werden? Könnte sein, wa? Ah, der. Ja, der muss erst noch gebaut werden, okay. Naja, gut, dann bauen wir den dann noch schnell und dann ist es jetzt erstmal so. Dann hoffe ich, dass wir jetzt hier langsam mal dann vorankommen. Und dann müssen wir uns auch langsam mal überlegen, wie wir. Achso, ist unser Holz alle? Unser Holz ist alle. Das heißt, wir müssen jetzt mal wieder Bäume fällen. So. Mahlzeitenzubereitung fehlt. Lagerfeuer. Machen wir dann hier hin, würde ich sagen. Obwohl wir könnten hier einen kleinen Lagerplatz hinsetzen. Machen wir mal 7 mal 7. Und dann können wir Abfalllagerplatz. Nehmen Abfallgelagerte Kriegsführungslagerplatz. Okay. Ja, dann können wir hier. Genau hier neben den Lagerplatz und ein kleines Lagerfeuer hinsetzen. Kann man hier irgendwie die Priorität erhöhen? Nee. Schade. Jetzt angeln sie alle. Auch gut. Sorry, Stimmung, Stimmung. Die Stimmung repräsentiert das Glück deiner Siedler. Achte darauf, wenn deine Siedler oft überprüft. Eine niedrige Stimmung kann dazu führen, dass sie sich und sich weigern, Befehle zu folgen. Wenn die Stimmung eines Siedlers den Wert 0 erreicht, wird er deine Siedlung verlassen. Dinge, die Betten und angemessene Menge können dazu beitragen. Okay. Tutorial Landwirtschaft. Sehe Pflanzen zu sichern. Wähle eine Nutzpflanze im Bereich F und ziehe sie in die gewünschte Größe. Für die Aussaat benötigt einen anderen Samen und Setzlinge. Eine neue Art von werden freigeschaltet, wenn du neue Brutarten erwirbst. Entweder durch Sammeln oder durch von Händlern. Denk dran, dass Pflanzen Sonnenlicht brauchen. Okay. Heißt, wir müssen Erdehaufen, Zweigehaufen, wir müssen verboten. Tutorial, Tauschhandel. Tauschhandel, einen Händler zu beginnen, wählst du. Okay. Ist der jetzt da? Oder? Würdest du bitte jetzt hier weiterbauen oder was ist deine Mission? Ihr sollt jetzt nicht alle angeln. Ach Mann. Wie kriegen wir das Fische wieder ab? So, erstmal alles abbrechen. Ich hoffe, dass ihr jetzt hier weitermacht. Bäume bitte fällt. Genau, dass unser Haus erstmal gebaut wird, das ist erstmal wichtiger. Wie viel bringt denn jetzt hier so ein. Okay. Das Lagerfeuer ist gut, das ist wichtig. Okay, das Dach ist auch schon fertig. Okay, sehr schön. Händler. Händler.
Größe Inventar. Statistiken. Ich muss mal kurz überlegen. Stimmung, Statistiken. Okay, was kann ich jetzt mit dem machen? Schwierig. Da müssen wir mal gucken, ob das vielleicht später dann noch kommt. Momentan können wir ja mit dem hier noch nichts machen, wa? Toll. Lettes. Sehr doof. So, dann schließen. Dann bitte hier ältere Bäume fällen. So, dann können wir jetzt hier den Boden hoffentlich einfügen. Und können dann hier die Wand zu machen und wir setzen hier einfach mal eine Tür hin. Und dann haben wir vielleicht sowas wie Schütztür, Weidentür, Gittertür. Okay. Mit Dekoration hier irgendwie was? Weidentor, Zaun. Einmal drehen. So. Naja, wird doch langsam. Und dann können wir theoretisch Möbel mal holen. Möbel, Möbel, Möbel. Wir können. Wir können jetzt hier oben. So, das möchten wir gerne abbrechen. Dann haben wir da oben erstmal drei Betten. Sorry, Ausrüstung. So, um einen Siedler auszurüsten, gibt es Rüstung, Kleidung und Waffen. In einen Siedler und Rechtsklick auf einen Gegenstand empfehlen ihm, sich auszurüsten. Okay. Händler. Händler. Nochmal. Händler. Um einen Tauschschein mit einem Händler zu gewinnen, wählst du den Siedler. Wählst du einen Siedler. Und wählst dann die Option Tauschschein betreiben mit. Okay. Also Rechtsklick. Tauschhandel treiben mit. Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, okay. Tutorial Tauschhandel. Tauschhandel funktioniert durch den Austausch von Ressourcengegenständen mit einer. Okay. So. Erwerbend. Ja, okay, das ist klar, aber was ist das? Achso, hier. Ahornsetzling, Forelle, das brauchen wir alles nicht. Hund, Kohlsamen hier, das wollen wir haben. Was haben wir? Tausch, das ist eine Forelle. Da kriegen wir Kohlsamen. Das sind Ressourcen zum Tausch, Heu. Dann können wir hier noch ein paar Kohlsamen. Dann machen wir das halt so. Den Tausch abschließend annehmen. Sehr schön. Reif. Die Phase nicht enden. Wächst, blüht, Samenbildung. Okay, also wenn wir. Okay, jetzt verstehe ich. Okay, wir können. Okay, verstehe. Lebensspende, Anzahl der Ernten, Frag wegen Verkümmerung 30%, nicht genügend Samen, das haben wir doch. Kohlsamen, hier. Verbieten, geringer Transport.
Na ja, gut. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Umerstellt Gemächter. Kriege eine Nahrungsreserve, ist klar. Gemächer. Ja, gut. dann werden wir mal wieder ein bisschen angeln. Und zwar da. Das ist doch schon mal sehr gut. Und dann können wir das hier oben machen? Wir hier nämlich einen Lagerplatz draus machen. So. Sehr schön. Ernte Feldfrüchte 200. Und das geschafft. So, hier sind jetzt Kohlsamen, wa? Genau. Das ist schon mal sehr gut. Und wir wollen das haben, wenn es blüht. Damit wir ein bisschen Kohlsamen raus, damit wir mehr Kohlsamen rauskriegen erstmal und dann irgendwann ein größeres Lager bauen können. Oder mal bitte hier das hohe Gras machen. Na, es wird doch so langsam so. Dann wäre jetzt so theoretisch Überlegung, wie wir jetzt hier weitermachen. Möbel, Müßigung. Die nächste Frage wäre dann eine Ebene tiefer, Kameraansicht. Das wäre für mich jetzt ein großer Faktor noch. Wie kriegen wir es hin, dass wir mehr Siedler bekommen? Irgendeiner Transport, ja. Sammeln wir das hier alles mal bitte ein. Wo transport. Wo, jetzt bin ich mal gespannt, wo transportieren die das hin? Das zum Lagerplatz gebracht? Oder wo bringen die das hin? Ja. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt so langsam mal überlegen. Wie machen wir das hier? Was haben wir denn hier alles? Butschwert, okay. Bogen, das ist gut zu wissen. Speer. Erlauben. Hohe Rüstungsdurchdringung. Geringer Gebäudeschaden, zusätzlich kritische. So, jetzt Inventar, Fertigkeiten, Protokoll, Statistiken, einziehen, angreifen, verbannen, religiöse Ausrichtung. Ich hätte gerne Gesundheit, Sozial. Wie ging denn das? Habe ich schon wieder vergessen. Verwalten. Nahkampf, Fernkampf. Irgendwo hat man doch auch gesehen, was der gut kann, wa? Naja gut, lass man erstmal machen. Ich würde gerne das erlauben, alles hier. Und dass das dann auch erstmal alles bitte ins Lager gebracht wird, dass wir hier erstmal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Ich denke, das wird wichtig sein. Dann machen wir das nämlich erstmal so und dann gucken wir mal, dass wir hier eine kleine Mauer vielleicht errichten. Aber so langsam wird's doch. Was ist das hier? Eine Ebene höher? Okay. Forschung ist klar. Natürlich die Frage, wie bekommen wir Bücher? Einfache Geschichte und Verfügung. Haben wir hier unten auch nochmal irgendwo Forschung, Kriegsführung? Aufmannstand, Schild, Trog. Möbel, Produktion, Lagerfeuer, Schlachtbahn, Basis, Forschungstisch. Dann wird der jetzt bitte erstmal gebaut und den bauen wir unten hin. Achso, stopp. Abreißen, kopieren, verlagern, entfernen. Die Nahrungsreserve auf Lager, ja. Wir sind dran.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Na, jetzt schlaf erstmal, ist okay. Ist heute 8.3. Das ist auch schön, dass er Geburtstag hat. Das freut mich. Wie kriegen wir neue Leute? Also das ist jetzt wirklich ein großes Problem. Also das müssen wir rausfinden. Wie wir neue Bewohner bekommen. Das wäre wichtig zu wissen. Wir walten. Nahkampf. Machen wir die auch nochmal. Kopfbedeckung, Kleidung, Rüstung. Nahrung verwalten. Okay, verwalten. Nee, Tätigkeiten. Hier Forschung irgendwo extra? Ja, Forschung. Dann bekommst du mal bitte Priorität auf Forschung ein bisschen. Schade. Der auch mal. Entkommen? Ah, schade. So, genau. Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, beende ich die Folge an dieser Stelle. Wir haben ja jetzt erstmal schon gut was ein bisschen an Ressourcen. Es wird so langsam. Wir kriegen das, glaube ich, hin. Wir haben im Frühling. Also unterm Strich denke ich mal alles noch ganz gut. Hier ist überall jede Menge Kohl. Also auch da kriegen wir langsam Vorräte. Und genau, dann würde ich einfach mal sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben auch jede Menge Setzlinge. Auch das werden wir bald in Angriff nehmen. Kohlsamen haben wir auch sehr viele. Und dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.